Herzlich willkommen zum erst zweiten Unboxing auf diesem Kanal. Ich habe bewusst in die Videoüberschrift nicht reingeschrieben, worum es heute geht. Wahrscheinlich werde ich das erst ein paar Tage oder Wochen machen, weil ich will nämlich sehen, wie vielen von meinen Abonnenten interessiert ein Unboxing wirklich und nicht wie viele haben dieses Video gefunden aufgrund der Suche. Deshalb werde ich es auch irgendwann halt aktualisieren, damit das Video natürlich auch gut gefunden wird. Es ist ein neues Videospielzeug. Es ist ein Spielzeug, was ich unbedingt haben wollte, was ich schon lange haben wollte und was mir, glaube ich, bestimmte szenische Eindrücke, also es wird mir viel bessere Möglichkeiten bieten, sowohl für YouTube, für meine beiden Kanäle, für Comedy und für meinen Technikkanal The Art Checker, sowohl auch für meine privaten und vor allem auch öffentlichen anderen Videoprojekte. Denn ich habe noch so ein ziemlich großes Projekt am Laufen, was auch schon über ein halbes Jahr an Planung frisst, was aber wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so erscheinen wird, aber ihr dürft da schon mal schwitzen, da wird echt ein richtig geiles Projekt auf euch zukommen. Und dafür brauche ich auch eben den hier. Worum es sich handelt, das seht ihr gleich. Und damit ihr euch die eigene Spannung nicht verletzt, spult doch einfach nicht vor. Habt einfach die Spannung mit mir zusammen und guckt, was ich hier so habe. Was brauchen wir zum Öffnen? Einmal Netherman. Sehr klar, typischer Techniker, nimmt kein Brotmesser, sondern ein Netherman und kriegt es trotzdem nicht auf die Reihe. Ja, das Ganze kommt vom Versender Fotospezialist. Link zu diesem Produkt natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, gucken wir mal, was sich hier so drin befindet, worauf ich schon lange gewartet habe und mich auch megamäßig freue. Das ist schon so ein richtiges Grinsen im Gesicht. Ich krieg's auch nicht raus. Es ist ein Luftpolster. War ein Witz. Kamera verrückt. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich bin Besitzer eines DJI Ronin M's. Also ich krieg das Grinsen nicht aus dem Gesicht, ist doch der Hammer. Und ich merke auch, und ich hoffe das auch, ich versuche das Unboxing dieses Mal kurz zu halten, dass ich nicht wieder auf 20 Minuten komme. Das guckt sich ja keiner an. So. Hat so ein paar Schrämmchen in der Karton, aber ist mir egal. Wahrscheinlich, das klingt absurd, aber wahrscheinlich werde ich mir, ich muss das doch so aufmachen. Wahrscheinlich werde ich mir für diesen Ronin, für die es nicht wissen, was es ist, sieht's leer. Für die, die nicht wissen, was das ist ein Kamera-Gimbal. Sieht so aus. Und naja, ich hätte mir garantiert einen Case dazu bauen lassen, weil, oder irgendwas von Pedi nehmen oder so, weil alles andere ist Quatsch, das hält nicht. Ein Karton mit dir rumzuschleppen ist auch Blödsinn. Und dieser Koffer, der kostet auch 170 Euro. Mal gucken, wie ich das so mache. Okay, also man sieht schon, das ist ultra leicht. Also wahrscheinlich scheint das wirklich Carbon zu sein. Oder irgendwas, was einfach nur so aussieht. Man denkt, das wäre geil. Ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich ultra leicht. Also man hat hier echt kein Gewicht in der Hand. Das ist echt Wahnsinn. Und trotzdem war mega stabil und wertig. Also es fühlt sich trotzdem sehr wertig an. Schauen wir doch mal. Ja, dann haben wir hier, ganz unspektakulär, ein Eurokabel, zwei Push-Schutz Klasse 2. Salzsäckchen gegen Feuchtigkeit. Achso, okay, alles klar. Das ist der Standfuß. Ich habe mir auch schon ein paar Videos darüber angeschaut, wie man den kalibriert und wie das ganze Ding überhaupt an sich funktioniert. Ich entschuldige mich auch, wenn der Ton ein bisschen hallig ist, aber ich habe mich heute gegen ein Lavalier entschieden, damit man so den restlichen Sound auch mitkriegt. Wir haben trotzdem ein schönes Ding hier oben. Für die, die es wissen wollen, hier oben hängt ein Neumann KM184 Mikrofon. Haben wir das also auch geklärt, das Rätsel. Okay, wie funktioniert das? Wahrscheinlich mache ich es wieder nur unnötig kaputt. Nee, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Das geht nicht gut aus. Das geht doch nicht gut aus. Aber das Problem ist, ich muss ja wissen, wie das funktioniert, weil sonst kann ich halt das Ding nicht abstellen. Also wisst ihr? Klappt man das so? Nee, ich mach das dann doch kaputt, das wäre schlecht. Aber das ist nicht so die gute alte Bedienungsanleitung. Doch, muss man tatsächlich rausziehen. Lösen Sie die untere Holme aus ihrer vertikalen Position und setzen Sie. Aber was ich schon mal gut finde, ist, es ist nicht schon übersetzt. Es ist wirklich selber von einem deutschen Mitbürger wahrscheinlich geschrieben. Keine Ahnung.
auf jeden Fall nicht so eine billige Google-Übersetzung. Guck mal, der Nico macht sich für alles kaputt hier. Aha, okay. Verstehe. Stabil, stabil, stabil. Vor allem kann ich jetzt auch mal prahlen, so wie Kilian und Felix und alle anderen YouTuber. Ich habe jetzt auch was aus dem Hause DJI. Muss das hier noch irgendwie einrasten oder so? Ist hier auch so eine Naht? Ja. Okay. Haha, da hat es Klick gemacht, alles klar. Ah, muss man hier schon ein bisschen mit Gewalt dran. So, mal die kleinen Füßchen ab. So, wir brauchen mal die Anleitung weiter. Obwohl, nee, wir schalten mal den Fuß zur Seite und gucken mal, was noch so ein Karton drin ist. Schauen wir mal. Ui, jetzt ist hier auf jeden Fall ein bisschen mehr, was zum Vorschein kommt. Netzteil, Schaltnetzteil, okay. Mit so einem kleinen Käppchen. Ah, das ist ja süß. Ein kleiner Schutz, einen kleinen Schutz haben sie dran gebastelt. Gut, einer der Griffe. Alles klar. Pass auf, ich mach mal hier mal versuchen, um das in Ordnung zu machen. Der obere Griff. Okay, Griff versuchen kann ich schon mal. Mikro-USB-Kabel. Aha! Akku. Was? Da habe ich das richtige Angebot getroffen. Ich habe zwei Akkus. Ich weiß nicht, ob bei jedem zwei Akkus drin sind. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe auch viele Angebote gesehen, wo nur einer dabei war. Gut, jetzt darf ich mich eine Runde krass fühlen. Geil. Wobei ich habe gelesen, also ein Akku hält wohl 6 Stunden, was schon sehr, sehr lange ist für dafür, dass da 3 Brushless-Motoren dran sind. Aber jetzt 2 Akkus zu haben, also... Wie geil. Cool. Kann ich auch 12 Stunden damit arbeiten. Aber ich glaube, da macht der Druck nicht mehr mit. Das sieht aus wie eine Schnellspannplatte. Ach so, nee, ich glaube, das ist die zum Einrichten. Das ist ja auch so ein Zentimetermaß hier dran. Guck mal, das sieht so aus, als wenn der... Achso, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, könnt ihr nicht. Das sieht so aus, als wenn der Leatherman zu dem Rest gehören würde. Ich weiß, voll interessant. Oh, das ist ja niedlich. Eine kleine Tasche. Da sind bestimmt noch Schrauben und sowas drin. Ja. Ah, okay, das ist für die Linse, um dieses Objektiv zu halten, falls man wirklich ein schweres Objektiv drauf hat, so wie ich zum Beispiel. Das Sigma Art 18-35mm, ein wunderschönes Objektiv. Und kupferfarben. Und verschiedene Screws, das ist natürlich auch geil. Verschiedene Kameragrößen, verschiendene Gewindearten, wahrscheinlich 3/4 Zoll, 1/4 Zoll und so ein Quatsch. Für mein Rennauto. Eine Fernbedienung. Das ist super cool, fand ich auch sehr geil, dass sie das mitliefern, weil da kann man nämlich den Gimbal, also Pan und Tilt, wie beim Moving Head praktisch, kann man da in dem Fall das für den Ronin machen und somit die Kamerabewegung fernsteuern. Das heißt, der eine kann mit dem Ding rennen, der andere kann mit einem Follow-Fokus die Schärfe ziehen und der andere, falls wirklich eine krasse Route, dass man ablaufen muss und man sich nicht auf die Position konzentrieren kann, kann der andere auf dem Bildschirm live gucken und kann die Kamera lenken. Das ist super, super cool und sehr innovativ, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Auch, dass das hier so einen kleinen Griff hat. Das ist sehr niedlich. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Den Gimbal selber. Ich will es aber auch nicht kaputt machen. Ich will ja immer so extra vorsichtig sein, wenn man sowas auspackt. Freue ich mich? Ich glaube schon. Ist ja nice! Ist ja nice. Alter Vater, und ohne Witz, also das ist nicht schwer, das Ding. Das ist wirklich sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Beeindruckend, dass da wirklich 3 Motoren untergebracht sind, die komplette Mechanik, dass das ganze Ding auch wirklich gut hält. Hier sieht man schon, wie easy und smooth, was sich hier dreht. Und trotzdem super leicht. Also das hätte ich nicht... Warte mal. Hat der das auch schon? So wie es aussieht, kann der auch Spannung und Strom durchschleifen. Ich dachte, das geht nur beim großen Ronin. Ich wusste nicht, dass es beim kleinen hier auch funktioniert. Okay, DJI. Ich fand euch ja immer ein bisschen überteuert manchmal, aber das ist irgendwie cool. Das ist wirklich cool. Ich habe so ein fancyes Leuchteglas. Vor
fantastisch. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt zwischendurch so ein paar Schnitte sehen, weil ich glaube nicht, dass man das jetzt sehen will, wie ich hier lese. Jetzt weiß ich auch, warum alle sagten, das zusammenzubauen ist voll easy. Das ist ja wirklich für unterbelichtete Menschen. Also das ist ja wirklich sehr einfach. Geil. Aha. Man muss das irgendwie hier reinsliden, so wie es aussieht. Das heißt... Ah, warum kommen wir hier voran? Oh, meine Kamera steht sogar hier drauf. Pass auf. Kamera montieren. Auch andere Kameras mit ähnlichen Abmessungen und vergleichbarem Gewicht könnten kompatibel sein. Panasonic GH4. Okay, also gut. Mein Tisch sieht aus wie ein Schlachtfeld. Das Ding wackelt noch ein bisschen rum. Ich werde erstmal ganz in Ruhe das auf meine Kamera einrichten, weil es geht ja jetzt schlecht, weil ich gerade mit der gefilmt werde. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Das Unboxing, es wurde ja gewünscht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das weiterhin sehen möchtet. Dann weiß ich das fortgehend. Oder ob das dann doch nicht so was für diesen Kanal hier ist. Ja, ich freue mich mega. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein Review machen soll oder ein Video machen werde, weil es gibt dazu schon viele gute englische Videos, auch sehr gute deutsche Videos. Und das Produkt ist ja jetzt noch nicht gerade seit letzter Woche auf dem Markt. Das gibt es ja jetzt schon ein bisschen. Deswegen weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, wenn ich darüber jetzt noch ein Review mache. Das könnt ihr entscheiden. Lasst es mich unten ruhig wissen. Wenn es ein paar schreiben und das Interesse groß ist, kann ich das mal in Überlegung bringen. Aber ansonsten erstmal nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video weiter. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.